Selbst wenn wir die Augen schließen, sehen wir etwas. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, wie es ist, wenn es ganz dunkel ist. Aber blinden Menschen geht es so. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Medizin nachgefragt, der Sendung von Asklepios. Um alles über Blindheit zu erfahren, befrage ich Professor Marc Chargus. Er ist Chefarzt der Augenheilkunde hier in der Asklepios-Klinik Nord Heidberg. Herr Professor Chargus, wie ist die Blindheit in Deutschland definiert? Heißt das immer gar nichts zu sehen? Nein, zum Glück nicht. Es gibt verschiedene Definitionen. Wenn man das von der gesetzlichen Seite sieht, ist es so, dass eine hochgradige Sehbehinderung eintritt, wenn man eine bestkorrigierte Sehschärfe von weniger als 30% hat. Von einer Blindheit im Sinne des Gesetzes redet man bei einer Sehschärfe von unter 2%. Da muss man trotzdem noch berücksichtigen, da geht es jetzt nicht nur um die zentrale Sehschärfe, sondern man muss auch das Gesichtsfeld berücksichtigen, das normalerweise horizontal ungefähr 120 Grad umfasst, was man sehen kann. Wenn dieses Gesichtsfeld auf kleiner 5 Grad eingeschränkt ist, dann redet man auch von Blindheit, unabhängig davon, ob die zentrale Sehschärfe eben auch unter diese 2% abgefallen ist. Gibt es angeborene Ursachen dafür? Ja, auf jeden Fall. Da zählen zum Beispiel angeborene Netzhautveränderungen zu. Die können bedingt sein, zum Beispiel durch Infektionen in der Schwangerschaft, wie die Toxoplasmose, kann aber auch zum Beispiel durch eine Rötelninfektion in der Schwangerschaft zu einer Kataraktentwicklung kommen, die auch die Sehschärfe hochgradig einschränken kann. Aber auch ansonsten können andere genetische Erkrankungen dazu führen, auch angeborene Katarakte, die sich durch die Generationen in Familien immer wieder zeigen, sind möglich. Aber auch junge Patienten, die als Frühgeborene auf die Welt gekommen sind, können über die frühgeborenen Retinopathie, wenn diese nicht adäquat behandelt wird, erblinden. Röteln kann die Schwangere durch eine Impfung, wenn sie es nicht als Infektion hatte, vermeiden. Toxoplasmose gibt es ja auch, vorbeugende Maßnahmen, bestimmten Sachen sich nicht auszusetzen. Damit kann also eine Schwangere Vorbeugung betreiben? Genau, also das sind zum Beispiel Faktoren, die man hier ausschalten kann, um das Risiko zu minimieren. Eine Röteln-Infektion in der Schwangerschaft führt in über 50% zu einer Linsentrübung bei dem Neugeborenen. Das ist also eine sehr hohe Quote. Können Kinder später blind werden? Was sind dann die Ursachen? Da gibt es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten. Das, was immer sehr dramatisch ist, sind zum Beispiel Verletzungen, die, wenn Kinder spielen, auftreten können. Das andere, was häufiger vorkommt, sind Schwachsichtigkeiten aufgrund von Refraktionsfehlern, also zum Beispiel Weitsichtigkeiten oder Kurzsichtigkeiten oder auch Schielen, was nicht rechtzeitig ausgeglichen wird. Wenn das im frühen Kindesalter nicht adäquat therapiert wird, führt es dazu, dass das Gehirn die Informationen, die von den fehlsichtigen Augen aufgenommen werden, nicht richtig verarbeitet wird und es dann im Verlauf zu einer Schwachsichtigkeit an so einem Auge kommt, die dann auch nicht mehr ausgeglichen werden kann, selbst wenn das Auge anatomisch völlig in Ordnung ist und hier keine Auffälligkeiten zu sehen sind. Ist das dann eine Verarbeitungsstörung im Gehirn oder ist das dann ein Problem im Auge? Nee, das ist im Gehirn eine Verarbeitungsstörung. Der Bildeindruck des schlechter sehenden Auges wird dann in dem Zusammenhang unterdrückt und die Sehverarbeitung damit eingeschränkt auf dieser Seite. Gibt es auch Ursachen oder Krankheiten jetzt zum Beispiel in anderen Ländern, die wir in Deutschland weniger haben? Ja, also gerade wenn Sie jetzt auf die Kinder anspielen, ist es so, dass da natürlich gerade in der dritten Welt auch Infektionserkrankungen eine große Rolle spielen. Ob das jetzt das Trachom ist oder auch andere Infektionen wie die Flussblindheit. Also da gibt es einiges, was wir zum Glück hier in Mitteleuropa nicht haben, was aber in diesen Ländern durchaus eine große Rolle spielt bei Erblindung, gerade bei kleineren Kindern oder jungen Erwachsenen. Welche Erkrankungen können bei Erwachsenen eine Blindheit verursachen? Das ist in Deutschland ziemlich gut untersucht. Das häufigste, was in Deutschland zur Erblindung führt, ist die altersbedingte Makuladegeneration. Danach kommt das Glaukom, also der grüne Star. Danach kommen die diabetischen Veränderungen an der Netzhaut, also die diabetische Retinopathie und dann die Katarakt. Wenn es zu einer Sehverschlechterung kommt, die bis zur Blindheit gehen kann,
Was kann man tun, um das zu vermeiden oder aufzuhalten? Das kommt natürlich auf die Ursache drauf an. Wenn Sie zum Beispiel eine Katarakt haben, ist das relativ einfach, weil Sie hier mittels einer Kataraktoperation häufig schon sehr gute Ergebnisse erreichen können, um die Sehschärfe wiederherzustellen. Beim Glaukom ist es zum Beispiel so, dass die Augeninnendrucksenkung im Fokus steht. Dies kann mittels Augentropfen oder auch Operationen erreicht werden. Bei der altersbedingten Makuladegeneration unterscheidet man ja verschiedene Formen. Bei der feuchten ist es so, dass man hier mittels Spritzen ins Auge eine Verbesserung erreichen kann, was allerdings eine sehr langwierige Therapie ist und sehr viele Spritzen benötigt werden häufig. Und bei zum Beispiel der diabetischen Retinopathie ist natürlich die Einstellung des Blutzuckers enorm wichtig. Was können denn Betroffene selbst tun? Das kommt ganz drauf an, wieder um welche Erkrankungen wir reden. Insgesamt ist es so, dass man zum Beispiel zur Prophylaxe der Makuladegeneration empfiehlt, dass Patienten einen entsprechenden Lichtschutz haben und das aber dann auch über das ganze Leben, weil natürlich diese Lichtschaden, den man erwartet, über das ganze Leben ein akkumulierter Schaden ist. Dann natürlich ist Rauchen auch negativ, was man möglichst vermeiden sollte. Das sind im Grunde so die großen Risikofaktoren, die man möglichst unterbinden sollte. Lichtschaden, wie kommt es dazu? Durch Blitzlicht beim Fotografieren oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, man geht eher davon aus, dass das einfach eine langfristige Schädigung durch das gesamte Licht ist, was über das ganze Leben auf die Netzhaut scheint. Das führt alles zu entsprechenden Umbauvorgängen an der Netzhaut, die dann eben irgendwann zu einer Schädigung führen, die dann irreversibel ist. Gibt es eigentlich Unterschiede bei den Erkrankungen, die zu einer Erblindung führen können, zwischen Deutschland und anderen Ländern? Ja, das gibt schon Unterschiede. Das ist natürlich zum einen auch der medizinischen Versorgung geschuldet. In der dritten Welt ist es zum Beispiel so, dass die Katarakt, die bei uns nur eine untergeordnete Rolle für Erblindungsfälle ausmacht, aufgrund der schlechteren medizinischen Versorgung viel, viel häufiger auftritt. Das andere ist, dass auch Oberflächenerkrankungen und Infektionserkrankungen an den Augen gerade in den Tropen einen viel höheren Stellenwert haben, als wir das hier in Europa zum Beispiel haben. Blindheit gilt ja auch als eine Art Behinderung, oder? Was für Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für die Betroffenen? Die ist ganz vielfältig. Das geht schon bei finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten los, wie der Blindenhilfe oder dem Blindengeld, was in Deutschland bezahlt wird. Auf der anderen Seite gibt es auch von der Krankenkasse Unterstützung für zum Beispiel Bildschirmlesegeräte, vergrößernde Sehhilfen oder auch Vorlesegeräte. Auch die Brailleschrift kommt hier zum Tragen, die Blindenschrift. Aber es gibt auch Selbsthilfegruppen wie den Blindenverbände, die regional organisiert sind und an die man sich auch wenden kann, wenn man hier Unterstützung benötigt. Es gibt ja sogar auch Filme, wo dann beschrieben wird, was man sieht, habe ich mal gehört. Stimmt das? Ja, also da gibt es ganz vielfältige verschiedene Optionen, wie man da den nicht mehr Sehenden auch anders Informationen zukommen lassen kann. Es gibt auch Blindenradio zum Beispiel. Also das ist relativ breit gefächert, das Angebot. Gibt es auch Gesundheitsprobleme bei Blinden, die nicht direkt auf das Sehen zurückzuführen sind? Ja, wenn wir zum Beispiel von komplett Erblindeten, also die wirklich auch gar keine Lichtscheinprojektion mehr erkennen können, also gar nicht mehr den normalen Tag-Nacht-Rhythmus selber feststellen können. Hier ist es so, dass diese Patienten aufgrund dieser fehlenden Tag- und Nachtlichterkennung ein Problem mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus bekommen, weil auch dieser über die Fotorezeptoren mit gesteuert wird im Körper. Und hier gibt es jetzt seit einiger Zeit auch bestimmte Melatonin-Antagonisten als Medikamente, die unterstützen können, um diesen Tag-Nacht-Rhythmus wieder in eine normale Laufbahn zu bekommen. Es wird oft behauptet, bei Blinden seien die anderen Sinne umso schärfer. Ist da was dran? Sicherlich sind diese Patienten mehr auf ihre anderen Sinne angewiesen und lernen auch damit anders umzugehen. Man redet hier von einer sogenannten synaptischen Plastizität. Bei Mäusen ist das sogar auch nachgewiesen, wenn die kurz nach der
Geburt blind werden, das kann man genetisch manipulieren, dann ist der Riech- und Tastsinn bei diesen Tieren deutlich besser als bei noch sehenden Tieren. Insofern ist auch davon auszugehen, dass bei Menschen hier bestimmte Anpassungsmöglichkeiten vorhanden sind, um diese Sinne besser auszunutzen als bei einem sehenden Menschen. Vielen Dank, Herr Professor Chargus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Themenvorschläge könnt ihr gerne in die Kommentarspalten schreiben. Bleibt gesund!